zum Sterben bereit, wie ein Mann zum Schlafen bereit ist nach tüchtigem Tagewerk. Macht euer Ding, steht auch da wieder drin. Kapitel 51. Jedes Wesen im materiellen Kosmos ist ein Ausdruck, etwas, was man sehen kann, des Universums. Es entsteht plötzlich, makellos, frei, nimmt physische Gestalt an, ist eins mit den Umständen. Allein deswegen ist schon naturgemäß jedes Lebewesen dankbar und ehrt das Universum. Man spricht dabei auch von Selbsterhaltungstrieb. Das ist der unendliche Durst nach Leben. Das Universum bringt alle Lebewesen hervor. Es nährt sie, erhält sie, sorgt für sie, erfrischt sie, beschützt sie und nimmt sie wieder zu sich. Es erschafft, ohne dabei etwas besitzen zu müssen, handelt, ohne eigene Gegenleistungen in Aussicht zu haben, lenkt, ohne ein eigenes Interesse zu verfolgen. Was keine eigenen Interessen hat, braucht es nicht einzugreifen und surft auf den Wellen der Dinge, die in ihm und durch es kommen und gehen. Eben darum liegt die Liebe zum Universum in der Natur der Dinge. Es liegt in unserer Natur. Es liegt in der Natur aller Lebewesen. Wir sind da nur ein wenig abgelenkt. Es ist uns nicht bewusst, ne? Weil wir unser Bewusstsein meist eher mit der Ablenkungsschurbel, ne? Ablenken. Kapitel 52. Am Anfang war das Universum. Alles entspringt ihm, alles kehrt zu ihm zurück. Willst du den Ursprung finden, dann verfolge die Spuren dessen, was du wahrnehmen kannst. Wenn du die Kinder erkennst und die Mutter findest, sprich an den Wirkungen die Ursache erkennen und dadurch am Ende der Schlange die Quelle, dann wirst du verstehen und Leiden wird für dich ein Fremdwort sein. Verstopfst du deinen Geist mit Urteilen und treibst du Handel mit Begierden, wirst du keine innere Ruhe finden. Innere Ruhe findest du, indem du deinen Geist frei hältst von Urteilen und dummen Gedanken und dich nicht allein von deinen physischen Sinnen leiten lässt. Nichts ist so, wie es scheint, und es gibt viele Wände, gegen die man laufen kann, wenn man sie nicht erkennt. Sei immer wachsam und beobachte einfach. Licht ins Dunkel zu bringen bedeutet Wissen, nachgeben bedeutet Stärke. Vertraue auf dich selbst und bring wieder Licht ins Dunkel. So wirst du eins mit dem Universum. Glaube nicht und zweifle nicht. Glauben und Zweifeln bedingen sich gegenseitig und führen zu nichts, was in deinem Interesse wäre. Beobachte, erlebe am eigenen Körper und wisse. Kapitel 53. Der göttliche Weg ist breit und hell und leicht zu gehen. Doch der Homo sapiens bevorzugt in gebückter Haltung und von Angst gepeinigt die dunklen Seitenpfade. Erkenne es, wenn die Dinge aus dem Gleichgewicht sind, und konzentriere dich wieder auf dein Surfbrett. Wenn reiche Spekulanten Erfolg haben, verlieren die Arbeiter ihre Arbeit. Gibt die Regierung Geld aus für Waffen und Rüstung statt für Hilfsprogramme? Wenn die Führenden verschwenderisch und verantwortungslos sind, während die Armen immer ärmer werden, dann ist das nichts weiter als Raub, Erpressung und Chaos. All dies stimmt nicht mit natürlichem Verhalten überein. Natürliches Verhalten ist eins sein mit dem Universum. Brauchen wir auch nicht viel zu sagen. Kapitel 54. Wer eins ist mit dem Universum, kann nur sehr schwer entwurzelt werden. Wer sich am Universum festhält, wird nicht ausrutschen oder fallen. Seinen Namen wird man über Generationen in Ehren halten. Lass das Universum in deinem Leben walten und du wirst wahre Kraft haben. Lass es in deiner Familie walten und deine Familie wird blühen.
Lass es in deinem Land walten. Und dein Land wird Vorbild werden für alle Länder der Welt. Lass es im ganzen Kosmos walten. Und das gesamte Universum wird in Harmonie sein. Woher ich weiß, dass das zutrifft? Ich sehe in mich hinein und ich sehe in die Welt hinaus und ich sehe es klar und deutlich. Kapitel 55. Wer mit dem Universum im Einklang lebt, gleicht einem neugeborenen Kind, dessen Knochen sind weich, seine Muskeln schwach, aber sein Griff ist kraftvoll. Ein kleiner Junge weiß noch nichts über Sex, aber sein Glied kann schon steif werden, so stark ist seine Lebenskraft. Er kann den ganzen Tag aus voller Brust schreien, doch er wird nicht heiser. So sehr ist er im Einklang. Ein freier Mensch verfügt über eben diese Kraft. Mühelos, absichtslos und ohne Begierde lässt er alle Dinge kommen und gehen. Er erwartet nie Ergebnisse, deshalb ist er nie enttäuscht. Er ist nie enttäuscht und deshalb altert sein inneres Feuer nicht. Und dann kann man solche Bücher schreiben hier. Kapitel 56. Die Wissenden reden nicht. Die Redenden wissen nicht. Wer was zu sagen hat, tut das und überlässt dann dem Nächsten das Wort. Schließ deinen Mund. Versperr deine Sinne, mach deine Schärfe stumpf, löse deinen Knoten, mildere deinen Glanz, lass deinen Staub sich legen. So findest du dein inneres Selbst. Sei einfach wie das Universum. Man kann sich ihm weder nähern, noch sich von ihm zurückziehen, ihm weder schaden noch nutzen, es weder ehren noch beleidigen. Es verfolgt keine eigenen Interessen, deswegen geht das nicht. Es gibt sich einfach unablässig hin und nur deswegen bleibt es bestehen. Da du mit dem Universum eins sein kannst, also das Gleiche wie das Universum sein, hast du genau die gleichen Fähigkeiten. Deswegen lebe wie das Universum selbst und so wirst du eins mit ihm und wirst ewig bestehen. Das hat natürlich dann auch einen entsprechenden Vorteil, der sich sehr auf das Selbstbewusstsein auswirkt. Zu wissen, dass man gar nicht versagen kann. Man kann versagen, das gibt's auch, aber das hat mit Erwartungen zu tun. Lasst man die ab. Kapitel 57. Willst du ein guter Führender werden? Auch Eltern? Lerne, dem Universum zu folgen. Unterlasse jeden Versuch, Kontrolle auszuüben. Lass festgelegte Pläne und Konzepte los und die Welt wird sich selbst regieren. Du bist König, brauchst nichts weiter zu tun und alle sind glücklich. Je mehr Verbote es gibt, desto weniger bleibt den Menschen, um friedlich zu leben. Je mehr Waffen es gibt, desto gefährlicher leben alle. Je mehr Hilfsgelder es gibt, desto geringer ist das Selbstvertrauen der Menschen. Ein freier Führender würde sagen, ich lasse das Recht los und die Leute werden redlich. Ich lasse die Wirtschaft los und die Leute werden wohlhabend. Ich lasse ab von der Religion und die Leute werden heiter und ruhig. Ich lasse das Verlangen nach dem Allgemeinwohl los und das Wohl verbreitet sich so allgemein wie das Gras. Da ist so viel Wahres dran. Kapitel 58. Wird das Volk duldsam regiert, dann fühlt es sich wohl und ist offenherzig. Wird das Volk mit Unterdrückung regiert, ist es bedrückt und verschlossen. Wenn das Streben nach Macht über andere die Leitung hat, je höher die Ideale, desto geringer die Ergebnisse. Versuche die Menschen glücklich zu machen und du legst das Fundament für das Elend. Versuche die Menschen moralisch zu machen und du legst das Fundament für das Laster. Deswegen begnügen sich Menschen frei damit, als Vorbilder zu freie Menschen. Deswegen begnügen sich freie Menschen damit, als Vorbilder zu dienen, ohne ihren Willen irgendwem aufzuzwingen, weil sie gar keinen eigenen Willen haben.
Sie sind unmissverständlich, ohne zu verletzen, sind freimütig, ohne